Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dem Anlass im Namen von Spitex Zürich, Carefit MTT und von der Medix Gruppe Praxis. Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute gekommen sind, dass sie Interesse an dem Anlass zeigen. Es ist der erste Anlass drin und es ist natürlich toll, der erste Anlass gerade mit einem vollen Saal anzufangen. Und wir schauen das als ihres Interesse und als einen guten Anfang vom Projekt an. Es freut mich erstens persönlich, dass das heute aufgeht und dass das möglich ist. Es freut mich aber auch im Namen vom Forum Managed Care, weil eigentlich ist ja so ein Gesundheitszentrum, Haus der Gesundheit, etwas, wo wir denken, das ist wirklich, wo wir schon länger denken, das ist die Zukunft und es ist schön, dass die Zukunft in diesem Raum hier wirklich, wirklich stattfindet. Ganz herzlich willkommen. Wir starten, wenn wir zum Programm kommen, mit Statements von denen, die hier jetzt werden von mir zusammenarbeiten, interdisziplinär, interprofessionell, und wir kommen nachher zu drei kürzeren Referaten, wo das Thema Haus der Gesundheit aus ganz verschiedenen Perspektiven werden anschauen. 2012 war die Medix-Gruppenpraxis an der Rotbuchstraße gut etabliert. Seit 14 Jahren war die Praxis kontinuierlich gewachsen und wir stießen platzmäßig an Grenzen. Über die Jahre hatte sich eine erfreuliche Form von Teamarbeit etabliert. Die gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Praxisassistentinnen und Therapeuten waren ein wichtiger Teil für die Patientenzufriedenheit, aber auch für die Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter. Für die Medix-Gruppenpraxis eröffneten sich neue Entwicklungsmöglichkeiten. Wir hatten verschiedene Optionen. Alles beim Status quo zu belassen, die Praxis um einen weiteren Stock zu erweitern, bis zur gewagten Version das ganze Haus zu mieten. Wir führten viele intensive Diskussionen. Wie sollte es weitergehen? Einfach größer werden war das Ziel nicht attraktiv. Durch die Größe sollte ein Mehrwert für die Patienten entstehen. Die Ideen vom Medical Home oder vom One-Stop-Shop wollten wir weiterentwickeln. Die Idee war ein Gesundheitshaus. Im Dezember 2012 hatten wir dann die definitiven Interessenten zusammen. Spitex Zürich Limmat, Carefit MTT und die Medix Gruppenpraxis. Speziell hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die gemeinsame Cafeteria, die Sie anschließend beim Apéro sehen werden. Sie steht als Symbol für unsere Zusammenarbeit, ein Begegnungsort, informelles Austauschen, sich kennenlernen, Projekte aufgleisen, das soll hier möglich sein. Die Patienten bekommen mit diesem Haus 46 noch vermehrt ein medizinisches Zuhause. Viele medizinische Bedürfnisse können an oder von der Rotbuchstraße aus abgedeckt werden. Die Patienten schätzen das sehr und wir haben in den ersten Monaten bereits sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Für die Mitarbeiter haben wir mit diesem Haus auch ein Labor zum interdisziplinären Experimentieren geschaffen oder man kann auch sagen ein Spielfeld. Die Nähe und täglichen Begegnungen stimulieren zum Gespräch, zur Zusammenarbeit, Arbeitskulturen treffen sich und können voneinander lernen. Das Haus der Gesundheit ist eine Chance. Wir haben hier Bedingungen, die Ärzte, Pflege und Therapie einladen zum Zusammenarbeiten. Das Resultat ist offen und hängt vom Engagement und Interesse aller Beteiligten ab. Wir erhalten eine Möglichkeit, als Schnittstelle Nahtstellen zu machen. Spitex ist eigentlich, hat als Kernkompetenz Kooperation. Und von daher war es natürlich sehr naheliegend, hier in ein Haus hineinzuzügeln, wo man wirklich auch in der physischen Nähe die Kooperation nutzen könnte. Vielleicht ganz noch kurz, bevor ich noch zwei, drei Worte dazu sage, wer ist überhaupt da? Wir sind in dem Kompetenzzentrum, wie wir es nennen, haben wir unsere Fachstellen zusammengezogen. Also das ist nicht eine normale, in Anführungszeichen, lokale Spitex, die dort tätig ist, sondern das sind unsere Fachstellen, Fachpersonen, Fachfrauen, Fachmänner, die gesamtstädtisch oder zumindest für unsere Gesamtorganisation Zürich Limmat zuständig sind. Also wir haben unsere Gruppe für Palliative Care hier, die auch onkologische Leistungen erbringt, psychosoziale Pflege, die für Spitex Zürich Limmat zuständig ist. Wir haben eine Fachstelle für Wundbehandlungen hier im Haus. Wir haben die Nachtspitex, die auch gesamtstädtisch ist hier. Sturm- und Kontinenzzentrum, das eine Fachstelle ist, ebenfalls von der Spitex Zürich Limmat, ist da. Und von der Stadt Zürich ist noch die Fachstelle für präventive Beratung im Alter hier im Haus.
Sie arbeitet ja sehr, sehr eng mit uns Spitex zusammen. Kooperation ist bei uns das A und das O. Unsere Fachstellen müssen kooperieren mit den Leuten in den Zentren aussen. Sie kooperieren unsere Leute mit Angehörigen, mit dem Patienten. Weil sobald wir aus dem Haus sind, ist gar nicht mehr angesagt, dass er zwingend das macht, was wir abgemacht haben. Dass wir ihn dazu bringen müssen, dass er auch, wenn er allein bei sich daheim ist, wo er der Chef ist, das noch weiterhin macht, so wie wir es abgemacht haben. Wir arbeiten mit Ärzten zusammen, wir arbeiten mit Apotheken zusammen, mit Sozialbehörden. Wir haben da ganz eine wesentliche Zusammenarbeit. Und die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in den letzten 13 Jahren, ist, dass es eigentlich wirklich sehr, sehr gut gelingt im Einzelfall. Wir machen überall und immer wieder sehr gute Erfahrungen von Coop, die wirklich zum Nutzen des Kunden sind. Wir merken aber, dass es strukturell dann schwieriger wird. Also immer so im 1:1 mit dem einzelnen Arzt, mit dem einzelnen Apotheker, das funktioniert perfekt, aber es gibt wirklich eine strukturelle Zusammenarbeit. Und denken wir, das ist da jetzt im Haus der Gesundheit, haben wir da eine Chance, das im ambulanten Bereich zu machen oder mit zu unterstützen. Trainingstherapie ist das Training ein sehr wichtiger Punkt. Das Training soll quasi so die nachhaltige Komponente überbringen. Wenn jemand therapiert wurde, allenfalls auch über das Selbstmanagement seine konditionellen Faktoren hat können aufbauen, ist es ganz, ganz wichtig, dass er das nachher auch weiterführen kann. Wenn wir vom Angebot weitergehen zu etwas, was Martin vorher schon kurz erwähnt hat, nämlich zu dem Vernetzungsprojekt Spica, dann zeigt das ganz gut auf, wie man eben von diesen Synergien in diesem Gebäude kann profitieren, wie man zusammenarbeiten kann und miteinander ein neues Produkt gestalten kann. Spica ist entstanden aus Spitex und Carefit. Wir haben miteinander ein Konzept erarbeitet, sind hier sehr unterstützt worden von den städtischen Gesundheitsdiensten, von der Fachstelle für präventive Beratungen, die auch hier im Haus sind. Und haben mit dem Spica die Möglichkeit, Wissen umzusetzen, das vorhanden ist, respektive auch wissenschaftliches Wissen, das man weiss über die positiven Benefits, die Bewegung an sich bringt. Man weiss aber auch, dass die Umsetzung das Problem ist, sehr häufig. Das heisst, wie bringen wir die Personen, die gesundheitliche Probleme haben, die allenfalls im Alterungsprozess schon fortgeschritten sind, sich eventuell auch ein bisschen isolierend, nicht mehr sehr aktiv sind, wie bringen wir die dazu, an einem benefitbringenden Aktivierungs- oder Bewegungsprogramm teilzunehmen. Und da ist die Rekrutierung von inaktiven Personen der Bestandteil gewesen, wo wir von dieser Synergie in dem Haus der Gesundheit haben profitieren können, wo man hat Spitex-Personal zum Beispiel schulen, wo bei diesen Patienten, die potenzielle Teilnehmer sind, für an einem solchen Programm teilzunehmen, die haben können informieren, die denen haben können aufzeigen, was für Möglichkeiten das haben und wo man so von einer vertrauten Spitex-Person daheim sehr häufig bei den Patienten hat können das Programm vorstellen. Die Leute, die kommen regelmässig hier an der Hofbüchstrasse ihre Trainings absolvieren. Das führt natürlich dazu, dass sie häufiger rausgehen, dass sie vermehrt auch soziale Kontakte haben. Das führt zu einer Verbesserung des psychischen Wohlbefinden und schlussendlich, und das ist das grosses Ziel, zu der Steigerung der Lebensqualität. Spica, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man interdisziplinär zusammenarbeiten kann und auch aufzuzeigen, wie gut es eben ist, wenn man gegenübereinander offen sein und miteinander am gleichen Strick ziehen kann. Ich muss Ihnen sagen, dass das Gruppenpraxismodell mich eigentlich die ganze Zeit bis heute imponiert und überzeugt. Und darum war es eigentlich klar gewesen, dass ich zum Medix wollte. Die hohe Qualität, die gewährleistet ist, dank dem fachlichen Austausch, das hat ein Hausarzt in seiner eigenen Praxis nicht. Dass ich die Idee von der integrierten Versorgung, wie sie hier im Haus
gelebt wird und jetzt noch mehr gelebt wird, dass ich das eigentlich A und O finde von einer Gesundheitsversorgung. Professionelle Versorgung, das Einbeziehen nichtärztlicher Professionen in die Grundversorgung ist einer Regelversorgung, einer allein ärztlichen Versorgung überlegen. Das gilt auch für harte Endpunkte wie die Mortalität oder die Spitaleinweisung.